Hallo liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, willkommen hier zu einem weiteren Teil unserer Serie über die richtige Rekrutierung über Social Media, über zum Beispiel den Facebook-Chatbot zur Partnergewinnung und andere Push-Kanäle. Wir haben uns ja im Vorfeld angeschaut, was da eigentlich passiert, wo die Unterschiede sind zwischen Push und Pull und sind auf die Bewusstseinsstufen eines Users eingegangen. Und heute wollen wir gucken, welchen Sinn der Facebook-Chatbot hat, dass die 5 Bewusstseinsstufen womöglich, ja, werden sie, vom Chatbot berücksichtigt werden. Und genau das wollen wir diskutieren, das möchte ich hier einmal aufzeigen und wir steigen direkt auch schon ein, nur so kurz, um in Erinnerung zu rufen. Wir hatten die 5 Bewusstseinsstufen, also wo befindet sich der User? Der befindet sich hier auf so einer Art mentale Liegewiese. Das heißt, er ist auf der Sonnenbank und lässt sich geistig die Sonne auf den Pelz brennen. Der lässt sich unterhalten auf Facebook beispielsweise, mit Freunden in Kontakt sein oder ähnliches. Der ist in einem anderen Kontext unterwegs und dann kommt der Störer und mit dem geht er in Resonanz. Und da werden Menschen nicht mit reagieren, nicht in Resonanz gehen. Der Störer verpufft einfach. Die sind schon mal rausselektiert, das ist das Schöne. Und all diejenigen, die damit in Resonanz gehen, wo der Störer irgendwie funktioniert, die klicken zumindest mal auf diesen Störer, auf die Facebook-Werbeanzeige in Form eines Videos. Nochmal zur Erinnerung, wie sieht das so ungefähr aus? Das ist dann ungefähr so, wie beispielsweise hier, du bist positiv hundeverrückt, ist der erste Trigger mit einem Zeichen von einem Videoplayer. Das heißt also, da kann er, weiß er, oh, okay, das ist interessant. Natürlich wurde er entsprechend vorher targetiert. Hundeliebhaber und so weiter, die kriegen überhaupt dieses Video zu sehen. Und letztendlich klickt er dann drauf und dann kommen noch mehr Elemente, auf die er reagiert, die ihn triggern, Richtung Selbstständigkeit, mit Hunden arbeiten und mit ganz viel Emotionen und so weiter. So, und dieses Video, das geht schon gewissermaßen auf die Bewusstseinsstufen ein. Hier haben wir jetzt gerade darüber gesprochen, wie diese Werbeanzeige, dieses Werbevideo auf die ersten der 5 Bewusstseinsstufen, auf die ersten eingeht und den hier einmal durch die Reise führt. Und im weiteren Verlauf erfüllt auch der Chatbot eine Funktion. Denn natürlich sind wir nicht die Ersten, die über Social-Media-Kanäle versuchen, Franchise-Leads zu gewinnen. Und viele Franchise-Geber, mit denen ich schon gesprochen habe, die sagen mir, ja, Facebook, das Thema haben wir auch schon durch. Das war nicht allzu erfolgreich. Wir oder unsere Agentur haben das schon probiert und am Ende kamen möglicherweise wahnsinnig viele Leads bei raus, aber da war einfach nicht das Vernünftige dabei. Und das sind 2 Gründe letztendlich. Einmal ist es, dass kein Selektionsmechanismus drin war. Das war einfach nur die Anzeige, die haben reagiert und landen im Postfach. Da ist jetzt bei einem Facebook-Chatbot ist zumindest etwas, wo der Mensch sich noch ein wenig durchhangelt. Der muss sich damit noch ein bisschen beschäftigen, bis er dann ganz am Ende auf den Knopf mit Senden klickt. Und da ist schon eine Art Vorselektion, wo ein paar rausfallen, die für die der Trigger am Anfang zwar da war, aber der Rest nicht mehr genug Energie, nicht mehr genug getriggert ist, dass sie am Ende ihre Kontaktdaten preisgeben. Und zum anderen war einfach, das ist die Funktion des Facebook-Chatbots, dass wir die Leute ein wenig vorinformieren. Das heißt also, sie wissen etwas genauer auf der Reise hier durch diesen Chatbot, worum es hier eigentlich geht. Wir fragen dann ab, kennst du dich mit Franchise aus zum Beispiel? Und weißt du, was das ist, wie es funktioniert? Und da wird ein kleiner Quiz eingebaut und so weiter. Und so führen wir den Interessenten, einmal speisen wir Informationen in seinen Kopf, wir qualifizieren ihn vor, kann man sagen, und wir führen ihn durch die Bewusstseinsstufen von Problembewusstsein, Lösungsbewusstsein hin zu Produktbewusstsein und dann am Ende ist er idealerweise maximal bewusst, wobei das, kommen wir später noch drauf, natürlich auch ein Zutun der Systemzentrale ist, bis wir ihn dort haben bei dieser maximalen Bewusstseinsstufe hier unten. Da muss er nämlich noch weiter reifen. Das Schlagwort reifen, das hatten wir auch schon im Vorfeld. So, und dann gucken wir doch einfach mal rein, was soll das Ganze und wie sieht das denn möglicherweise aus? Das hier könnte so ein, nach dem Klick auf das Video, eine solche Chatbot-Geschichte sein. Hier ist dann, hallo, schön, dass du da bist und mit uns über das Unternehmertum quatschen möchtest. Und bevor wir loslegen, sag mir doch, wie du heißt. Ich sage jetzt mal, ich heiße Steffen.
Und dann geht es auch schon los, die Reise. Ihr könnt das jetzt hier an dem Bildschirm vielleicht auch nicht 1:1 lesen, ist aber nicht schlimm. Super, Steffen, lass uns loslegen mit einem Franchise-Unternehmen wie Schuhrando. Und unser Beispiel, das kennt ihr aus früheren Episoden noch, früheren Teilen dieser Serie. Mit Schuhrando kannst du dein eigenes Unternehmen aufbauen und hast gleichzeitig die Sicherheit eines bereits erprobten und erfolgreichen Konzeptes. Kennst du dich bereits mit dem Prinzip Franchise aus? Und dann kann ich antworten, nein, ich möchte mehr erfahren oder ja, weiter geht's. So, ich kenne mich jetzt aus, ich gehe mal auf weiter geht's. Ansonsten drehen wir noch eine Schleife, die so ein bisschen was erklärt. Und dann geht's auch schon weiter mit schönen Bildchen. Alles klar, ich muss dir ja nicht nochmal erklären, was ein Franchise-Unternehmen sind. Springen wir direkt zu Schuhrando. Ich möchte dir mehr über die Möglichkeit erzählen, mit Schuhrando als Franchise-Partner die Selbstständigkeit zu starten. Kennst du Schuhrando bereits? Nein, ich möchte mehr erfahren. Und so weiter und so fort. Hätte ich eben die Schleife genommen, ich möchte mehr über Franchise an sich erfahren, dann wäre auch noch ein Quiz beispielsweise dabei geworden. Welche Marke ist kein Franchise-System? Da sind dann große Marken wie C&A oder, keine Ahnung, Aldi oder Ikea oder ähnliche Marken dann mit drin. Und man soll einfach überlegen, was ist denn da eigentlich genau das, was kein Franchise ist. Das macht ein bisschen Spaß, das ist eine Gamification. Und auf der anderen Seite kommen wir am Ende hier raus, wo wir mehr Infos über das Franchise-System hier in dem Beispiel Schuhrando herausbekommen. So, viel tiefer soll es jetzt an der Stelle nicht sein. Und dann füllt er seine Kontaktdaten am Ende aus und diese Infos, die landen bei euch auf dem Tisch in der Systemzentrale. Und dann geht es darum, diese Person zu kontaktieren. Darauf gehen wir dann in den folgenden Videos ein, wie man denn die Leute dann auch tatsächlich dort abholt, wo sie stehen und mit ihnen erfolgreich im Sinne der Rekrutierung umgeht, dass sie möglichst dann auch zu Franchise-Partnern werden. Um es kurz zusammenzufassen, ist einfach den Interessenten zu fragen, was brauchst du jetzt in dem Moment und wie können wir dir weiterhelfen? Und dann ihn konstant weiter zu bespielen. Darauf kommen wir dann noch. Das werdet ihr dann noch sehen. Ich habe sogar euch ein Oldschool-Beispiel aus der alten analogen Welt mitgebracht im nächsten Video. Da werdet ihr sehen, das wurde auch früher schon so gemacht. Wir müssen es nur aufs Digitale übertragen. Und dann gehen wir in Schritten einfach daran und lassen den, das Schlagwort habt ihr jetzt schon öfter gehört, den Lead reifen. So, Ziel ist es, diesen Lead neugierig zu machen und das System interessant darzustellen. Und darüber werden wir dann im weiteren Verlauf noch etwas erfahren. Heute haben wir geguckt, wie der Chatbot mit dieser ganzen Sache umgeht, die Bewusstseinsstufen berücksichtigt. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald. Ciao.